Wir können schon heute den neuen Brawler Larry und Lowy spielen. Dabei haben wir eine große Überraschung mit einer neuen Seltenheit und schauen uns alle Fähigkeiten an und ein 1 gegen 1 gegen meine Freundin. Was wir dort sehen werden, ist absolut krass. Also viel Spaß. Und so sieht das Ganze aus, wenn wir den Brawler freischalten. Larry und Lowy. Und das Erste ist, die sind einfach episch. Im Broadhog waren die noch mythisch. Also sie haben die Seltenheit runtergesetzt. Damit können wir den Brawler noch leichter freischalten. Im Februar, absolut geil. Larry verkauft unter dem wachsamen Auge seines Zwillings Lowy Tickets an Besucher des Starparks. Larry liebt die Regeln, da sie alles vereinfachen. Lowy liebt es vor allem, Regeln durchzusetzen. Sie sind ein gutes Team. Also böser Cop, guter Cop soll so ein bisschen das Team sein, ne? Also der Links ist offensichtlich der Böse. Das ist so sein Bruder und es sieht schon mal geil im Menü aus. Wir können aber nur den vorderen drehen, sehe ich gerade, warum auch immer. Aber da sehen wir mal, wie es hier aussieht mit so einem geilen... Das sind so die Sicherheitsarbeiter, ne? Passend zu AT übrigens. Geil, Junge. Oh, hat er was im Kopf? Nee. Und damit geht es los. Wir werden die erste Runde erstmal so spielen, um genau herauszufinden, wie der Brawler sein wird. An sich ist er ein Werfer, ne? Das ist so weird. Das ist wirklich ein Werfer. Und der Bot, der dann rauskommt, das ist dann ein, wie kann man sagen, ein Nahkämpfer. Und das wird ja ein Bot sein, den wir nicht steuern können, wenn ich es richtig verstehe. Es wird total verrückt werden. Also, wir müssen erstmal so schnell es geht jetzt hier die Ulti dafür aufladen. Wir sammeln da hier ein paar Cubes. Und dann wollen wir uns natürlich auch noch Star Power, Gadgets und so weiter und so fort ansehen und später auch ein 1 gegen 1 noch machen. Okay, jetzt wird es interessant. Da kommt schon mal eine Piper rein. Wie viel Schaden machen wir so? Also die Angriffe sind echt interessant. Oh mein Gott. Die sind relativ ähnlich wie bei Barleys Schüssen, kann man sagen. Ne, wenn man drin stehen bleibt, kriegt man Schaden. Über Zeit eigentlich. Okay, wir können es... Auch die Map ist eigentlich ganz gut geeignet jetzt hier. Ne? Wir können hier auch Schaden schön über Zeit machen. Man braucht schon relativ lange, um die Ulti aufzuladen. Der erste Hit ist scheinbar instant, der zweite dauert dann. Und jetzt haben wir die erste Ult. Und das ist einer der spannendsten Ultis im Spiel seit langem, finde ich persönlich. Den Bot können wir auch ziemlich weit nach vorne werfen. Wir werfen mal so ein kleines Stück vor uns. So, los geht's. Und der geht jetzt auf den nächsten Gegner. 9600 Leben. Genauso viel wie wir. Die haben fairerweise auch 7 Cubes, aber das ist schon krass. Hä? WTF. Ich dachte, der kann jetzt wie ein Bär halt auf den nächsten Gegner laufen. Aber er hat nicht direkt gefunden. WTF. Ich mach nichts. WTF. Den Brawler kriegt ihr easy. Der ist episch. Überlegt mal, wie geil ist das denn bitte? Der Brawler, was? Wie krass ist dieser Bot? Hilfe. Okay, Leute, ich komme gerade nicht drauf klar. Wir haben noch die Star Powers, die Gadgets, aber ich muss erstmal verstehen, ganz kurz verstehen, wie diese Ulti jetzt funktioniert. Also, scheinbar sieht er nur den Gegner, der in der Nähe ist. Und auf den läuft er dann drauf, auf den nächsten Gegner. Und er scheint so viel Schaden zu machen, er hat alleine die Jackie gekillt. Alleine. Ich habe nicht geschossen, es war nur sein Bot. Hä? Ein bisschen übertrieben wirkt es gerade, ehrlich gesagt. Wir machen mal hier die Ulti einfach und schauen mal, wie es genau funktioniert. Jetzt. Da sehen wir den Schaden. Also der läuft echt ein bisschen random, hä? Das ist so random, wie der läuft, hä? Was macht der da? Und ihr seht, hä, wie ist auch der Schaden? Ich glaube, wenn er ganz nah ran steht, macht er 3000. Und er schreibt einfach mal so doppelt an, schaut mal hier. Der macht so 4800 macht er dann. Wir machen mal weiter weg. Also in der Nähe, er macht immer so Doppelwellen, macht er wirklich 4800 Schaden. Wenn wir jetzt hier schauen, geht auf den nächsten Bot wieder, okay. Bisschen lost ist gewesen. Wir sehen hier, er schießt immer doppelt. Auf Distanz macht er 1200. Aber im Nahkampf macht er... Ich denke mal, das ist so... Wisst ihr, wie viel 4800 Schaden sind? Das ist mehr als eine Shelly zum Beispiel mit einem Schuss. Und das ist ja nur der Bot. Kurzes Beispiel. Wir werfen jetzt direkt den Bot rein und greifen jetzt direkt an. Komm, wie viel Schaden wir jetzt machen? Und der tankt ja auch noch. Der noch der, was? Ich will nicht übertreiben. Ich glaube, es ist der stärkste Brawler im Spiel. Ich wusste nicht, dass er so stark werden würde. Ich glaube, er ist besser als Miko. Muss ich ehrlich sagen. Es ist zu krass. Er kommt im Februar. Und einfach noch episch, wie geil. Also bisher komplett überraschend schon mal. Wir haben noch nicht mal Gadget und Star Power gesehen. Ich glaube schon ohne Gadget Star... Was ist noch Gadget Star Power? Ich bin jetzt schockiert schon. Die müssen den nerven schon vorher. Erstes Gadget. Ist Waffenwechsel. Larry und Lowy tauschen ihre Waffen. Wie geil ist das denn bitte? Das klingt absolut geil. Das bedeutet jetzt ganz einfach, dass wir die Ulti halt aufladen müssen einmal. Und sobald wir die Ulti einmal haben, oder oh, haben wir den Bot als Mage? Jetzt haben wir zwei Bots direkt indirekt eigentlich. Wenn wir die Ulti haben, können wir dann drauf drücken und können dann diesen Nahkampfangriff von unserem Bot praktisch selber steuern. Klingt eigentlich auch nochmal ziemlich geil. So, wir haben jetzt die Ulti. Wir warten jetzt erstmal kurz ab und... Ja, ich hole mir kurz die Kiste. So, hier ist ein Gegner. Zack, drauf. Und Waffentausch. Jetzt habe ich diesen Angriff von ihm. Lol, jetzt kann ich den selber steuern. Und dann testen wir mal gleich gegen den Bot, dann können wir uns genau auch die Stats uns anschauen. Schade, ist aber krass, oder? Ich bin so ein bisschen reingelaufen, fairerweise. Muss aufpassen. Auf Distanz nicht ganz so krass, aber im Nahkampf echt. Wir schauen mal jetzt hier gegen die Jessie gleich. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Auf die Jessie drauf? Wow. Wow. Oh, ich... Egal. Aber jeder mal auf Distanz testen, wenn der Poco jetzt eh wegläuft. Komm mal näher. Ja. Und mein... Achso, mein Bot wirft jetzt, oder was? Der wirft jetzt einfach automatisch. Ist das geil. Ich glaube, der Wurfangriff ist tendenziell schwerer zu treffen. Das heißt, ich würde es... Ich weiß gar nicht, ob das Gadget unbedingt gut ist. Oder? Ich weiß es halt nicht. Was sagt ihr zu dem Gadget?
Lol, wir sind einfach zu dritt jetzt auch hier in der Lobby, wie dumm das auch aussieht, ne, bei Tour-Show dann. Also nur vom Gedanken, ist die Frage einfach nur, ob es dann in der Situation schlauer ist zu werfen oder eben, ob man lieber selber schießen soll. Da ist auch die Frage, wie gut der Bot trifft. Wir schauen jetzt einfach mal ganz kurz. Wir machen mal hier und wir sehen, er schießt halt ein bisschen von weit weg. Er kann die Situation bestimmt auch nicht so gut einschätzen, weil es natürlich ein Bot ist. Er wird dann auch oft dumm reinlaufen und sterben. Und wenn wir halt tauschen, ist halt das Krasse vor allem, wir behalten ja diese Attacke dann auch noch im Nachhinein. Das bedeutet, wir können dann im Match entscheiden, ob wir lieber ein Werfer sein wollen oder ein Distanzkämpfer. Was? Das ist ja komplett krank. Ohne Witz, stärkster Brawler im Spiel. Und es geht noch weiter. Ist das zweite Gadget nochmal besser, ist die Frage. Befehl zurückfallen. Larry und Laurie schnellen in Richtung des jeweils anderen, also zu sich hin, und healen dann. Um 33% ihrer maximalen Trefferpunkte. Okay, okay, pass auf. Also, das hört sich geil an. Ne? Wir können halt nochmal als Team dann besser zusammenarbeiten. Wir brauchen erstmal die Ulti einmal schnell. Aber ich weiß nicht, ich glaube, diese andere Star Power, das andere Gadget, da können wir halt im Match entscheiden, was passender ist. Ne? Ob wir jetzt lieber Werfer sein wollen. Wenn die Map auch vielleicht geöffnet wurde, schon durch irgendwelche Gadgets oder sonst was, kann das halt unfassbar krass sein. Ne? Oder wenn die Map vielleicht, oder je nach Matchup vor allem, stimmt. Wir wissen ja vor dem Game nicht, welches Matchup wir kriegen in 3 gegen 3. Und sagen, wir haben einen Edgar als Gegner, dann sind wir vielleicht lieber kein Werfer zum Beispiel. Und lieber Distanzkämpfer. Oder gegen andere als Beispiel. Überlegt mal, das ist, glaube ich, einer der krassesten Gadgets im Spiel. So, trotzdem wollen wir natürlich jetzt hier das Gadget ausprobieren. Dafür müssen wir aber erstmal Schaden kriegen. Und dann können wir hier testen, wie das Ganze aussieht. Er muss erstmal Schaden kriegen. Was? Junge. Okay, jetzt aber. Also, wir kriegen jetzt hier Schaden. Einfach jetzt mal hier getestet. Und wir schnellen zusammen. So. Boah, das ist auch geil. Wie weit können wir denn zusammen schnellen? Und schaut auch vor allem, wie schnell wir einfach die Ulti aufladen können. 3 Angriffe reichen mehr als aus. Wir brauchen nicht mal 3 volle Angriffe. Was? Und dann kriegen wir einfach schon so einen zweiten Teammate. Klar, ist gar nicht OP für Solo-Shotter oder so. Vor allem Solo können wir jetzt auch als Distanzkämpfer spielen, wenn wir dann switchen. Egal, wir schauen erstmal. So, jetzt hier drauf. Ich will wissen, wie weit müssen wir weg... Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Das Gadget ist auch total krank. Wir können über die halbe Map plötzlich rennen. Außen? Nee, ich gehe mal ganz drüben hin. Schau mal, wieso geht das Gadget? Läuft der mir nach, der Bot? Hä? Und das kann ich einfach drücken. Ich teste es einfach. Wir gehen ganz in die Ecke. Was? Okay, das ist auch krank. Damit können wir einfach uns healen und über die komplette Map zueinander finden. Das heißt, wir haben einfach einen weiteren Bot. Wir können einen Solo schon und einfach Duo spielen. Schau das mal hier. Machen wir noch Schaden dabei? Nee, wahrscheinlich. Pass auf. Was? Wie schnell? Was ist das denn? Okay, es hängen geblieben in der Mauer, dummerweise. Und die healen sich ja auch. Yo, was ist hier los, Leute? Ich weiß es nicht. Also die Fähigkeiten, die wir jetzt rausgefunden haben, der Brawler ist ja komplett krank. Okay, es geht noch weiter. Die Star Power kommen ja noch. Die Star Power kommt ja noch. Die beiden. Erste Star Power. Erlittener Schaden trifft stattdessen Laurie, wenn er sich in der Reichweite befindet. Ich komme echt nicht auf diesen Brawler klar. Das ist ja so verrückt. Ich hatte überhaupt nicht mit solchen Fähigkeiten gerechnet. Also auch diese Sprintfähigkeit. Ich weiß gar nicht, welches Gadget besser ist. Ich glaube, ich persönlich würde trotzdem das... Wir können ja gleich nochmal drüber reden. Das andere Gadget, wir reden gleich nochmal drüber. So, Ulti. Und jetzt können wir... Jetzt krieg irgendwie... Wir werden es sehen. Also jetzt krieg ich irgendwie wahrscheinlich Schaden, oder? Hä? Nee. Ah, ich glaube, Laurie kriegt Schaden. Laurie ist ja der Bot. Das heißt, dass der Bot für mich tankt. Passt auf. So muss es jetzt aussehen. Was? Was? Was hat Super... Junge... Überleg mal, was das bedeutet. Junge, ich habe einfach 13.000 Leben damit. Also nur, wenn er in der Nähe ist, fairerweise. Aber ihr seht auch, wie weit er weg ist. Hier. Der kriegt hier Schaden. Obwohl er hinter der Wand steht. Was haben die getan? Ich finde es irgendwie auch geil, aber es ist irgendwie fast ein bisschen arg broken. Es ist halt übel krass. Die werden ihn so hart nerven müssen. Also mit jeder Fähigkeit, die wir jetzt festgestellt haben. Der Bot ist viel zu stark, macht viel zu viel Schaden. Wir haben eine Star Power, bei dem der Bot noch Schaden kriegt und nicht ich. Also habe ich 13.000 Leben. Die Ulti, der hat super schnell auf. Gadget kann über die halbe Map laufen. So. Und wir haben noch die Fähigkeit, ob wir Distanz oder Werfer sein wollen. Perfekt. So einen krassen Brawler habe ich ohne Witz in 5 Jahren noch nie gehabt. Also, ich habe sowas noch nie gesehen, die Fähigkeiten. Was ist das jetzt hier? Da ist kein Text. Direktive Unterstützerin. Unterstützen. Wenn unser Bot Laurie in unserer Nähe ist, laden wir 30% unserer Munition nach, immer wenn er einen Gegner Schaden gibt. What? Das heißt, jedes Mal, wenn ein Gegner trifft, dann kriegen wir eine Munition extra. Ich bin echt fassungslos. Okay, passt auf. Also, wir schießen unsere Schüsse weg, passt auf. Wir kriegen die ganze Munition. Guck mal, wie viel Munition wir jetzt haben. Das ist die ganze Zeit voll. Wir kriegen jedes Mal. Kriegen wir noch Doppelmunition? Ich schieße ja immer doppelt, passt auf. Kriegen wir Doppelmunition? Ja, perfekt. Wir kriegen mit einem Angriff von ihm 2 Munition wieder nach. Schaut euch an, wir können die ganze Zeit drauf spammen. Es
Supercell? Das ist... Was? Was haben die mit den Star Powers? Ich meine, weiß nicht, es ist absolut nicht balanced auf jeden Fall. Das ist ja... Also hier habt ihr unendlich Munition praktisch und hier habt ihr das doppelte Leben, weil er ja zuerst für euch tankt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich euch empfehlen würde. Ich glaube, ich finde sogar die doppelte Munition fast besser, weil ihr dann die ganze Zeit drauf spammt. Und so, ich meine, die 13.000 Leben habt ihr ja so oder so. Das ist total krank. Beim Gadget würde ich sagen, das ist auch krass, da könnt ihr aufeinander laufen, ne? Ich würde aber sogar das hier nehmen, weil dann könnt ihr auch je nach Matchup halt switchen, ob ihr lieber Werfer sein wollt oder Distanzkämpfer. Und dieser Brawler hat noch nicht mal einen Hypercharge. Hä? Der hat nicht mal einen Hypercharge. Wenn er noch einen Hypercharge kriegt, ist komplett over. Auf geht's. Larry gegen Larry. Also Larry und Larry gegen Larry und Larry eigentlich, aber das ist mir viel zu lang zu sagen. Immer 1 gegen 1 gegen meine Freundin. Hallo. Hi. So, und das Ding ist, wir werden es zuerst einmal so 1 gegen 1 Showdown spielen auf der neuen Map, übrigens Galaxie. Die war aber, glaube ich, auch schon mal im Spiel drin. Und danach geht es dann weiter mit dem neuen Skin. Den haben wir uns auch noch nicht angeschaut. Und natürlich noch 1 gegen 1 immer komplett im Knockout, also ohne andere Bots jetzt hier. Also bin ich erstmal gespannt. Und vor allem erstmal die Ulti. Wenn wir die Ulti einmal haben, schau ich den Schaden an. Der Schaden ist so krank. Waren 2 Schüsse, ich kann einen Chester killen. Jetzt hier die Mandy, wenn ich die kriegen würde, wäre krass. Komm. Ja, sehr geil. So, und jetzt haben wir die Ulti. Und jetzt ist halt, da bist du auch, wo du hast Ruhm. Die Frage, will ich über den Wurf an? Ich mache den Wurfangriff. Ich muss erstmal weghalten jetzt hier. Boah, macht der Druck, guck es an. Der macht übel Druck. Oh mein Gott. Nein! Ey, der Schaden ist so krank. Guck mal, jetzt kann ich hier nochmal switchen, theoretisch. Jetzt habe ich den Nahkampfangriff. So, und hier sehen wir übrigens nochmal, der Bot findet den Gegner nicht, ne? Der geht erst auf den Gegner, sobald... Hier, jetzt geht er drauf. Sobald er in der Range ist. Das ist ein bisschen nervig sogar. Und das ist auch verwirrend. Wir sind ja ein Solo-Show. Das sieht aus, als wären wir ein Duo. Da wird mich extrem. Kontrolleure, Larry und Laurie. Das ist der Skin für 29 Gems. Der sollte direkt mit dem Update rauskommen. Ich finde ihn ganz cool. Das ist nicht der allerkrasseste Skin, ne? Aber on top für 29 Gems werden sich auch viele halt easy kaufen können. Auch mit Bling zum Beispiel 1000. Also, ist eigentlich geil. Auf geht's. Wie sieht das Ganze hier im Angriff aus? Ich glaube, dafür, dass es halt ein 29-Gem-Skin ist, müsste es eigentlich normal aussehen. Also normal, wie auch der normale Angriff. Boah, ich darf jetzt eigentlich... Ich schätze mal, dass es ein Werfer ist. Das ist schon krass. Ich habe jetzt direkt fast die Ulti mit 2 normalen Angriffen bekommen. Das muss ich aufpassen. Lex, der Schaden ist so krass, ne? Oder bist in der Mitte, das muss ich aufpassen. Wo ich jetzt ganz dringend die Ulti halt, wenn ich irgendwie kriegen könnte. Das kriegst du sie noch an mir. Boah. Ich kann auch den Schaden irgendwie überhaupt nicht dodgen. Das ist total schwierig, weil die so schnell auch explodieren, die Schüsse. Jeff. Ist hier auf die Lola am besten? Ja, die haben wir safe, die haben wir safe. So, und jetzt können wir loslegen. Jetzt warten wir erstmal kurz ab. Aber überleg mal, was für ein Brawler das für Solo-Showdown auch wird. Das ist ja so krank, weil... Ja, ganz einfach halt, ne? Weil die da zu zweit sind. Ich meine, das ist einfach eine Überzahl. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie dieser Bot manchmal läuft. Der läuft jetzt einfach irgendwo ganz woanders hin. Ah, der macht gut Druck. Oh mein Gott, was ist denn Bot, ne? Ich muss aufpassen. Ich hab dich, glaube ich. Nein! Der Schaden. Okay, wir gehen mal ins 1 gegen 1 jetzt hier, ohne, Skin. Wenn wir uns den Skin übrigens anschauen, sehen wir, das sind 2 Controller, ne? Das könnten so Switch-Controller sein von der Nintendo Switch, wer die kennt. Rot und blau, also theoretisch. Ich denke, darauf können es anspielen. Zumindest die Knöpfe sehen auch genauso aus und wenn wir auch mal so hinten schauen. Ja, aber der eine hat auch diesen Joystick auf seinem Kopf, nämlich. Auf geht's! Wir sind jetzt hier in Knockout übrigens mit einer neuen Umgebung. Toon Studios, habe ich mir noch gar nicht angesehen. Das ist diese... Ach, das ist die neue Cartoon-Umgebung dann. Ey, die ist cool, oder? Was sagst du dazu? Ja, ich finde die auch. Die ist echt gut gelungen. Oh je, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also vor allem als Werf, also ich stelle mir den... Also man kann den zweiten Schuss auch irgendwie nicht dodgen. Das ist fast wie bei Dynamite. Das ist instant fast. Werf. Ja, das Ding ist, wenn natürlich einmal irgendwann mal seine Ult kriegt, dann ist halt direkt over gefühlt. Das werde ich jetzt hoffentlich irgendwie schaffen. Ja, okay, das so. Also an sich, ihr seht ja, die Angriffe haben eine leichte Verzögerung. Angst, der zweite Angriff geht so schnell, dass fast immer auch der zweite Angriff direkt trifft. Das ist wirklich absolut krank. Jetzt kann ich mal okay. Das ist schon geil. Das wird der Bot halt so krass reinhauen. Schauen wir an. Ey, der läuft wieder weg. Also der Bot ist teilweise auch anders lost, ne? Ist unfassbar. Richtig? Nee, nicht ganz jetzt, aber... Wow. Ey, krass. Leute, dann wie immer... Schaut gerne bei meinem Merch vorbei auf jonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Das Ganze ist noch bis Weihnachten verfügbar. Danke für jeden Support. Zu jeder Bestellung gibt es eine von mir unterschriebene Autogrammkarte. Also schaut gerne vorbei. Wenn ihr keine Update-Videos verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da und schaut bei Michelle vorbei. Die ist noch im Abspann verlinkt. Haut rein und ciao.